Einen wunderschönen Kameraden. So, ja, da sind wir wieder. Heute auf Lakeville mit meiner FV304. Angemalt. Für 7 Tage, egal. Ja, bin weiter dabei, mich vorzukämpfen in der Arti-Reihe. Das war mal eine Runde, die mir recht gut gelungen ist. Deswegen dachte ich mir, ach, dann stellst du die auch gleich online. Ja. Geht's Los los? geht's. Jetzt geht's los. Crew ist immer noch nicht auf 100%. Was soll ich machen? Ja, Arti gegen Ferdi. Das hätte jetzt der Ferdi gewonnen, deswegen weichen wir lieber aus. Außerdem bin ich eh schneller. Übrigens auch mal nett, wenn die anderen Spieler, also wenn ihr das seht, und ihr fahrt einen leichten Panzer. Ich finde es immer total geil, wenn ich die großen, schweren Kisten fahre, man von solchen kleinen Spritzern hier ausgebremst wird. Ist ja kein Problem, man ist ja schnell wieder auf Topspeed. Naja, egal. So, warum stelle ich mich hier hin? Weil die Reichweite bei 500 Metern liegt und ich einfach gehofft habe, dass hier doch so der eine oder andere rüberkommt. Ich wollte eigentlich bloß Schadenpunkte machen, um unter die Top 10 zu kommen. Warum? Wir haben die Tock-Aktion. Da fällt ein Baum. Nix. Ja, ich wollte meine 5-Tagessiege einfahren und deswegen einfach nur so viel Schaden wie möglich machen und um unter die Top 10 zu kommen. Ja, schon spät heute. Jo. So, na, dann schleicht euch mal da hoch. T150 über den Berg, das ist auch sehr geil. Sie böse erwischt. 97 Schaden, ja niedlich. Aber was willst du machen? Egal. Hätten ja ketten können, dann hätten die anderen Punkte für mich gesammelt. So, WZ. Du stehst da perfekt. Na, immerhin. 126. Ist übrigens, so leicht gepanzerte Ziele mit HE zu bekämpfen, ist wirklich sehr effektiv. Das hingegen ist totaler Blödsinn. Und ich schieße auch noch drüber. Egal. Ne, wenn die Ziele sich ergeben, dann schieße ich halt drauf. Und Zacki! Schade, schade. So, WZ, jetzt bist du dran, ne? Und Feuer. Yeah! 464. Das war mal geil. So. Ja, die Hummel war schon sehr verlockend, aber ihr seht es ja selber, ne? Das Rote ist der. Da war er weg. Ist der Kreis, wohin ich maximal schießen kann und von daher. So, mein Team hier dezimiert sich auch schon sehr stark. Da komme ich dann leider nicht mehr ran. Und den treffe ich, glaube ich, nicht, genau. Bisschen zu früh geschossen. So, der Schwenkbereich ist hier Gott sei Dank deutlich besser als beim Bishop. Demzufolge brauche ich die Wanne nicht immer drehen. Sondern den Schuss warten wir noch ab. Ah. Hab hier die Schlucht genau im Winkel drin. Von daher treffe ich fast immer. Keine Ahnung, ob der getroffen hat. So, jetzt ist bloß noch der E4 da, um zu spotten. In der Stadt läuft es ganz gut. Wir drücken die hier schön zusammen. Kritischer Treffer. 81. Immerhin. Besser als nix. Rup-tidu. Das war schon besser gekettet. Und den Schaden, den der E4 gemacht hat, das war mein Schaden. Schaden durch Spielerunterstützung. Ist immer auch ganz nützlich. Jo. Und so sammelt man sich seinen Schaden zusammen. Hat ja genug Mumpeln bei. Schnell genug schießt er auch. Das ist so ein bisschen wie KV1 spielen.
mit der 122er nur auf etliche Kilometer Entfernung. Das war einfach nur ein Blindshot und er hat tatsächlich gesessen. Der ging leider daneben. Okay, Tiger ist ja auch noch da. In der Stadt sind sie jetzt komplett durch. Das ist schön. Nicht mal angekratzt. Da muss ich genau auf die Ecke gehauen haben. Schön. Hatte ich noch schon reichlich runtergeschossen. Aber genau, da tat sich was anderes auf. Und ich hoffe eigentlich, genau, der Schusswinkel ist doch genial, oder? Ich kann über den Berg rüber ballern. Wie geil ist das denn? Und ich treffe auch noch. Könnt ihr nachher mal in die Auswertung schauen, in die Gefechtsergebnisse. Ich glaube, ich habe nicht so viel Schaden gemacht, aber immerhin. Komm, put, put, put. So, ich bin jetzt einfach mal davon ausgegangen. Der trifft sogar, wie geil. Ja, bin jetzt einfach mal davon ausgegangen, dass der Panzer 4 sich dann nicht mehr bewegt. Vielleicht habe ich ihn auch sogar gekettet, keine Ahnung. Deswegen habe ich einfach nochmal reingehauen. Trifft nochmal. Jetzt bewegt er sich. Und auf die Hälfte hatte ich ihn runtergeschossen. Und. Schade. Den Schuss hätte ich mir sparen können. 994 Schaden bisher. Tiger P ist so ziemlich der letzte. Ach, der Borsig ist noch da. Na bitte, das war nochmal ein vernünftiger Treffer. So, und da platzt der Borsig auch schon. Schön. 15 zu 6 gewonnen. Ein Kill. Am Ende 1900 Schaden. Erste Klasse gemacht. Finde ich gar nicht so übel mit dem kleinen Scheißding. Und vielleicht kommt ja der Meister noch. Hab ja noch ein bisschen bis zur nächsten Arti. Ja, das kriege ich bestimmt noch hin. Alles klar. Bis denn.